Die Tatsache des Evangeliums, Seite 1. Was ist dein Leben, die ihr nicht wisst, was morgen sein wird? Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit währt, danach aber verschwindet er. Seht zu und hütet euch vor dem Geiz. Gott sagte zu einem reichen Mann, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wes wird's sein, das du bereitet hast? Man wird dich genauso begraben, wie man deine Vorfahren begraben hat. Seite 2. Du musst alles am Grab zurücklassen. Du kannst nichts mitnehmen. Du bist nicht vorbereitet für das Leben, solange du dich nicht vorbereitet hast, richtig zu sterben. Kein Mensch fand jemals Erlösung in einer Religion. Ein Ding kann dich nicht erlösen. Gott ist kein Ding. Dinge können dir nicht helfen, wenn du durchs Leichenhaus musst. Du musst jemand haben, dem du vertrauen kannst. Drittes Bild. Und wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. So wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod. Viertes Bild. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, und ist nichts Heimliches, das nicht hervorkomme. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse, auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesum Christum richten wird. Bist du bereit, dass deine Geheimnisse gerichtet werden? Fünftes Bild. Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Denn es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er Gutes tue und nicht sündige. Gott sei wahrhaftig und alle Menschen Lügner. Tue nichts zu seinen Worten, dass er dich nicht strafe und werdest lügenhaft erfunden. Sechstes Bild. Die Bibel beschreibt den Menschen negativ. Sie schmeichelt den Menschen nicht. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Darum, dass kein Fleisch durch das Gesetzeswerke vor ihm gerecht sein kann. Wie jemand so passend sagte, du bist gegen die Bibel, weil die Bibel gegen dich ist. Siebtes Bild. Du könntest der beste Mann oder die beste Frau in der Stadt, in der du lebst, sein, was zu bezweifeln ist. Aber wenn du es auch wärest, so könntest du doch nicht hoffen, bei einem perfekten Gericht mit einem vollkommenen Richter durchzukommen. Du bist ein Narr, wenn du dir das nur im Entferntesten einbildest. Niemand betrüge sich selbst. Achten Bild. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sind mal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte. Willst du, dass er dich hinführt? Neuntes Bild. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Siehe, das ist Gottes Lamm, welche der Welt Sünde trägt. Wenn du diese Liebe abweist, so weist du die einzige, wahrhaft selbstlose Liebe ab, die die Welt jemals gesehen hat. Zehntes Bild. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Jesus Christus kam, um Sünder zur Buße aufzurufen
und sie zu erlösen, denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Wenn du noch nicht bekehrt bist und an ihm glaubst, dann ist da Sünde in dir und an dir. Aber Jesu hat Sünde an ihm, aber nicht in ihm. Deswegen ist er fähig, deine Sünde auf sich zu nehmen. Wer aber an diesen glaubt, der ist gerecht. Wie wollen wir entfliehen, so wir an solche Seligkeit nicht achten? 11. Bild. Darum, dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will, den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem es beschlossen hat und jedem Mann vorhält den Glauben, nachdem er ihn von den Toten auferweckt hat. Du kannst die Gebeine von aller religiösen Anführern der Welt finden, aber die Gebeine Jesu Christus findest du nicht, denn 500 Augenzeugen sahen Jesus Christus umhergehen, nachdem er ein römischer Hauptmann und ein Arzt ihn für tot erklärt hätten. Wenn jemand auch nur ein Gebein seines Körpers finden könnte, so würde die Bibel den Menschen nicht Besseres anbieten können als alle übrigen Religionen, denn alle anderen religiösen Anführer sind tot und begraben. 12. Bild. Aus der auferstandene lebendige Erlöser steht er an der Wegkreuzung zur Ewigkeit, von wo er nun seit mehr als 1900 Jahren Sünde einladet, zu ihm zu kommen. Er sagt: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Komm doch zu ihm noch heute, ganz gleich, wo du bist und in welcher Verfassung du bist. Komm zu ihm durch den Glauben. Warum nicht? Was hoffst du durch dein Zögern zu gewinnen? 13. Bild. Darum, dass kein Fleisch durch das Gesetzeswerk vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Denn Christus ist das Gesetzesende, wer an den glaubt, der ist gerecht. Sei einmal wirklich ehrlich mit dir selbst und denke darüber nach. Wie würde deine eigene Gerechtigkeit aussehen, wenn du sie neben die Gerechtigkeit Gottes stellen würdest? 14. Bild. Wie du siehst, das Hauptproblem ist die Gerechtigkeit. Es gibt zwei Arten von Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes und die Gerechtigkeit des Menschen. Mit Gott heißt es ist vollbracht und du musst daran glauben. Mit den Menschen heißt es, schaffe, tu gut, werke, vollbringe und du musst unaufhörlich daran arbeiten. In was setzt du dein Vertrauen? In deine eigene Gerechtigkeit oder in die Gerechtigkeit Gottes? 15. Bild. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt, und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Lässt du dich auch betrügen, wie die meisten? 16. Bild. Des Menschen Anschauung über seine eigene Natur ist positiv. Jesus erkannte, dass die menschliche Natur grundsätzlich böse ist und dass der Mensch von Grund auf erneuert werden muss, nicht gedrillt, gelehrt, kultiviert oder verwöhnt. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. 17. Bild. Meine ganze Hoffnung ist in Jesu Blut und in seine Gerechtigkeit gesetzt. In Jesus Christus, den dauerhaften Felsen, habe ich meine Sicherheit. Jeder andere Grund ist sinkender Sand. Jesus Christus ist mein Gnadenstuhl, meine Versöhnung. Er ist mein Sündopfer, mein Stellvertreter und Anwalt. Er ist mein Vermittler, mein Felsen, meine Festung und mein mächtiger Turm. Ist er das auch für dich? Warum nicht? Hast du etwas Besseres? 18. Bild. Du kannst dich nicht dahinter verbergen, indem du sagst, Christen sind ja nur Heuchler. So wird nun ein jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest die, so solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen werdest? 19. Bild.
1. Johannes 5, Vers 12 hat zwei Seiten. Diese sind festgehalten im Bild nebenan. Wenn du Gottes Sohn empfängst, so bist du vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Hat sich das jemals mit dir ereignet? Wo? Wann? 20. Bild. Gott macht einen Unterschied in der Behandlung zwischen seinen Kindern und den verlorenen Menschen. Vor dem Richtstuhl Christi wirst du belohnt werden für die Dienste, die du für ihn verrichtet hast, nachdem du erlöst worden bist durch Glaube aufgrund von Gnade. Das ist ein freies Geschenk und ist vollkommen aus Gnade. Bild 21. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimmen hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Bist du erlöst? Hast du seine Stimme gehört? Hast du ihn aufgenommen? Wann? Bist du sicher? Vergewissere dich doch, bevor du diesen Video schließt. Bild 22. Rühme dich nicht des morgenen Tages, denn du weißt nicht, was heute sich begeben mag. Nichts ist so wertvoll, dass es sich auszahlen würde, dafür in die Hölle zu kommen. Du kannst mit deiner eigenen Gerechtigkeit dem Gericht Gottes nicht entkommen. Wenn Gott erlaubte, dass ein sündloser Mensch zu Tode gefoltert wurde, was denkst du, wird mit dir passieren? Bild 23. Und zu jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn Gott ewig lebt, wie lange glaubst du, wird es dauern, für eine Sünde zu bezahlen, die du gegen ihn verbrochen hast? Bild 24. Jesus sagt, und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Was wirst du sagen am Tage des Gerichts, wenn du ihn als den gerechten Richter siehst und du hättest ihn als den liebenden Erlöser annehmen können? Warum beugst du nicht dein Haupt in diesem Augenblick und nimmst ihn als deinen Erlöser an? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Schlussendlich, wenn du dich entschlossen hast, den Herrn Jesus Christus aus deinen eigenen persönlichen Erlöser aufzunehmen, so solltest du es jetzt gleich tun. Du kannst das sofort und ohne irgendeines Menschen Hilfe tun. Erlösung ist eine sehr persönliche Angelegenheit zwischen dem Herrn Jesus Christus und dir selbst. Es ist eine ganz persönliche, individuelle Sache. Beuge dein Haupt und rufe ganz einfach den Namen des Herrn Jesus an und bekenne, dass du ein Sünder bist und bereit bist, Buße zu tun. Dass du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben, begraben und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Bitte ihn, in dein Herz zu kommen, sich deiner zu erbarmen und dein Heiland zu sein. Wenn du dieses aufrichtig gebetet hast vom Herzen, kannst du in 1. Johannes 5, Vers 13 die Gewissheit bekommen, dass du erlöst bist. Wenn du das gemacht hast, hat es vier geistliche Transaktionen gegeben. Erstens kommt der Heilige Geist in dein Leib, macht ihn zum Tempel des Heiligen Geistes. Zweitens bist du wiedergeboren durch den Heiligen Geist und in den auferstandenen Leib Jesu Christi gesetzt. Drittens bist du gerecht worden und erlöst durch sein Blut. Und letztens bist du adoptiert in Gottes Familie als eines seiner Kinder. Nun du an Gottes geworden bist und eine persönliche Beziehung zwischen ihm und dir besteht, kannst du die kostbaren Verheißungen, welche Gott für die Seinen aufbewahrt hat, für dich in Anspruch nehmen. Erstens die Gewissheit, dass du ewiges Leben hast, nach 1. Johannes 5, Vers 11, 12 und 13, und es niemals verlieren kannst. Johannes 10, 28. Denn es hängt von dem vollbrachten Werk Jesu Christi ab, nach Römer 4, Vers 5. Zweitens wird Gott alle deine Bedürfnisse versorgen in den kommenden Tagen, Philipper 4, 19. Drittens wird er dir ausreichend Gnade und Kraft geben, alles zu tun, das du tun sollst, Philipper 4, 13. Und letztlich
wird er dich gebrauchen, andere verlorene Sünde zu sich zu gewinnen. Nach Johannes 4, Vers 36. Nun hast du nicht nur einen Grund zu leben, sondern du wirst auch den Sieg davontragen im Sterben. Das sind die Dinge, nach denen alle Menschen suchen, streben und dafür kämpfen, um sie zu erhalten und können sie doch nicht erlangen. Ohne Jesus Christus. Du hast nun all diese Dinge in Jesus Christus bekommen. Bete täglich, lese die Heilige Schrift, unreferierte Lutherbibel und bitte Gott, dich zu einer bibelgläubigen Gemeinde, echte Christen zu senden, welche Jesus Christus durch den Glauben aufgenommen haben. Genauso, wie du es gerade jetzt getan hast. Er wird dich führen und leiten, jetzt und bis zum Ende deines irdischen Lebens. Gottes reichste Segen für dich, mein Bruder oder Schwester in Christus. Und wenn du möchtest, teile uns die Freude deiner Bekehrung mit. Du kannst uns kontaktieren unter pastor@bluemail.ch. Gottes Segen.